Und zwar ist das hier die norwegische Armeedecke. Und wie gesagt, da zeige ich euch dann gleich nochmal, was ich da genau gemacht habe. Das ist also einmal die beiden Decken, die habe ich miteinander verwebt oder vernäht. Und da drin habe ich meinen österreichischen Armeeschlafsack. Das war's. So, und zwar, da die ja 2,10 Meter lang ist, passt die optimal hier rein und schön breit ist er auch. Das heißt also, dann hier kommt dann innen drin der Schlafsack rein. So, jetzt zeige ich euch den Umbau von meiner Decke. Also ich habe die zwei Decken ganz einfach in der Paketschnur miteinander vernäht. Was kann man jetzt aus so einer Decke noch alles machen? Also wie gesagt, man kann sie so als Schutz nehmen, ist halt so, ich zeige euch das mal kurz, den Gürtel runter, dann nimmt man die einfach her, wickelt die einmal so rum und dann wie gesagt wieder den Gürtel drum. Und schon hat man, wie gesagt, angenehmen Schutz. Entweder man nimmt so am Lagerfeuer oder was, oder wie gesagt im Notfall, wenn irgendwas mit dem Auto passiert, dann nimmt man das Ding halt dann so und hat dann auf jeden Fall noch angenehmer als ohne so eine Decke. Kann das Ganze dann auch so machen, einfach über die Schultern hier irgendwo reinstopfen, schon hat man an der Brust auch ein bisschen, jetzt mal eine Art Schutz. Wie gesagt, ich bin so ein Wollfan, ich finde halt, also wie gesagt, so Dinger, da kann auch mal ein Funken drauf kommen. Ist halt so, dass diese Wolle sehr, sehr schwer wird mit der Zeit, wenn sie nass wird. Aber wenn man sie dann nicht vom Körper nimmt, heizt man praktisch die, sieht man eh schon am Hut, heizt man praktisch die Feuchtigkeit wieder raus.
Ja, und fertig ist, wie gesagt, so eine Art Ersatzmantel, Schlafsack, Überzug, Transportsack und so weiter. Alles Mögliche kann man daraus machen.